Hingabe. Das ist unser Jahresmotto. Der Teaser, den du gesehen hast, ist aus unserer Mitte entstanden. Der Sound hat jemand gemacht von unserer Kirche. Und das, was du gesehen hast, ist wie das Plakat entstanden ist. Du kannst es draussen nehmen. Wir als Leitungsteam gesagt haben, wir wollen in diesem Jahr wachsen im Thema Hingabe und auch vorwärts gehen. Aber ich glaube, es ist ja sehr ein Schlüssel. Wenn wir immer mehr wollen sehen, was Gott will tun, was der Heilige Geist will tun, dann müssen wir ihm hergegeben sein. Und wir haben heute eine wunderbare Guest-Speakerin da, Maria Viechter, du hast die Mama mitgenommen, das ist so cool. Du hast unter anderem auch diesen Song gesungen, wir werden dann auch noch singen, Hingabe. Du bist eine begnadete Worshipperin, du hast ein Herz aus Gold. Ich habe gerade mal wieder einen kurzen Clip angehört von dir, den du unserem Worship-Ministry geschickt hast und einfach gemerkt, wenn du dein Maul auftust, kommt wirklich das raus, was in deinem Herz ist und du hast so ein gutes Herz und das ist einfach so schön, da von dir heute du warst lang 20 Jahre im ICF Bern, von dem kennen wir uns auch. Leitest mittlerweile das Gebetshaus in Thun und es ist so schön, einfach, dass du da bist. Und geben wir dir doch einen herzlichen Applaus, du darfst aufstehen und so schön bist du da. Ich habe dir vorhin ein Kärtchen noch geschrieben, zu dem Geschenk, das wir dir gegeben haben. Genau. Und ich habe noch ein Bild gehabt, ein prophetisches Bild. Und habe gemerkt, das Kärtchen ist zu klein, um das drauf zu tun. Darum habe ich gedacht, ich sage dir es jetzt. Ich habe einfach gesehen, wie du über eine Blumenwiese gehst. Und ich habe gesehen, wie es Orte gibt, wo noch nichts gewachsen ist. Und ich habe das Gefühl, es steht für eine Situation, in der du im Moment drin bist, wo du das Gefühl hast, ich habe dich auch wie gesehen, wie du mit Jesus diskutierst und sagst, Vater, da wächst noch nichts. Und es war für mich, als würde Jesus dir sagen, Maria, da wird die richtig fette Ernte kommen in deinem Leben. Da, wo es jetzt noch eben aussieht, da ist etwas unter dran am Stehen, das die richtig fette Ernte bringt. Und das nebendran ist nur der Start. Und ich glaube das auch über deinem Leben, ich spreche so aus, dass Gott noch so viel mehr parat hat für dich. Und dass dort, was für dich jetzt im Moment noch trocken aussieht, er eine Fülle will bringen. Noch viel mehr. It's yours. I'll take it. Danke vielmals. Ja, ich habe wirklich eine Sehnsucht nach mehr. Ist nicht so, umso mehr, dass man von Jesus überkommt, umso mehr hat man Hunger. Und gleichzeitig ist er der Einzige, der unseren Hunger stillt. Das ist so paradox. Aber ich habe so lange in der Welt herumgesucht und habe meine Anerkennung bei Menschen gesucht, durch meine Talente, bei meinem Mann gesucht, über meinen Mann, über meine Kinder definiert, über meine Leistungen definiert, über etwas zu sein, cool zu sein, angenommen zu sein, möglichst weltlich und angepasst zu sein. Das hat mich nichts befriedigt, bis ich Jesus gefunden habe. Und bei ihm bin ich heimgekommen und habe gemerkt, aha, bei dir darf ich einfach sein. Du liebst mich, wie ich bin. Und du nimmst mich an, wie ich bin. Und ihn dürfen anfangen zu entdecken, hat mich wirklich auf eine Reise mitgenommen, wo ich wirklich merke, ich habe nach wie vor so einen grossen Hunger. Also wenn ich Leute zuhöre, die Sachen mit Jesus erleben, bin ich oft so berührt, dass ich renne und sage, ich will das auch, kann ich das auch haben. Darum, das trifft so gut die Prophetie. Ich habe wirklich den Hunger, dass Jesus mir noch viel, viel mehr gibt. Und ja, so viele Sachen in meinem Leben, die ich noch Durchbruch brauche. Sind wir nicht alle an diesem Punkt. Also manchmal hat man so das Gefühl, wow, du hast das alles, aber das ist so nicht wahr. Ich habe noch so wenig. Ich habe schon viel und gleich noch so wenig. Ich habe so eine Sehnsucht nach Durchbruch, dass mein Leben daheim, wie auf der Bühne, wie im Gebetshaus, im stillen Kämmerchen mit meinen Kindern, mit meinem Ehemann, genau das Gleiche ist. Oder wenn ich am Einkaufen bin, im Migros, dass ich auch dort Reich Gottes trage. Oder manchmal bin ich so absorbiert in meiner eigenen Welt und bin da am Einkaufen und höre die Impulse gar nicht vom Heiligen Geist. Du gehst nach Hause und denke, oh, ich habe gar nicht gehört und ich will das nicht mehr trennen. Ich will eine Königsreichträgerin sein, überall wo ich bin. Weil Reich Gottes ist nicht die Kirche, so wie wir es heute hier am Sonntag haben. Wir sind es. Oder wir tragen entweder Jesus in uns oder nicht. Und das ist überall der gleiche. Und das sind Sachen in meinem Leben, die ich mir so fest wünsche, noch dürfen durchzubrechen. Und bin ich dran. Ja, wir stehen in einer mega, 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 mega spannenden Zeit. Ich weiss nicht, ob ihr das auch findet. Aber die das Gefühl haben, nach Corona sei alles wieder normal, vergessen. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir haben wieder unsere Freiheit zurück. Wieder unsere Sicherheiten zurück. Freunde, das ist vermeintliche Freiheit. Vermeintliche Sicherheit, das bringt uns das alles. Die wahre Freiheit ist in Jesus und Gott. Und übrigens, by the way, finde ich das Wort hier. Oder? Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, die Bibel ist einfach ein Buch, so wie der Koran ein Buch ist. Und
Es gibt noch nie so viele Beweise gegeben, dass das Wort wahr ist, finde ich, wie heute. Also wir sind blind, wenn wir das nicht sehen, was hier in der Offenbarung steht, was Jesus hat prophezeit. Vor über 2000 Jahren Prophezeiungen oder noch weiter zurück im Jesaja, all die Prophezeiungen von Daniel. Und ich denke nur so, das ist ja verrückt. Und Gott ist ein Gott, der euch der gleiche ist, gestern, heute und morgen. Und wenn er etwas sagt, dann ist das einfach so. Es wird unwiderruflich, wird er zum Ziel kommen. Das ist krass, das ist, er wird unwiderruflich, er lässt sich nicht hindern, ob seine Kinder wach sind oder nicht, ob wir ihn folgen oder nicht, weil die Welt ist gottlos. Der grösste Teil der Welt ist gottlos. Und er hat gesagt, es wird aber eine Ernte kommen. Er wird einsammeln, er wird Menschen noch zu sich rufen. Warum? Weil er ein liebender, wunderbarer Gott ist. Er ist verrückt nach uns. Wer würde schon sterben am Kreuz? Welcher Gott hat es nötig, zu sterben? Für gottlose Kinder zu retten. Für Menschen zu retten, die es nicht mal verdient haben. Die sagen, was für ein Scheissdreck der Glaube, was für ein Scheissdreck der Gott. Ich kann fast selber mein Gott sein. Und Gott sagt, ich will dich, aber ich liebe dich. Ich sehe so viel mehr, weil du kannst ohne mich nicht leben. Du hast ohne mich keine Hoffnung, du bist ohne mich bist du nichts. Du gehst verloren, du gehst zu Grund, du brauchst mich und ich will dich. Und das ist unser wunderbarer Jesus. Und der ist so verrückt, hinter uns her. Und darum, ich glaube, wir sind momentan in einer Verschnaufpause, wenn man es vielleicht so darf sagen. Wieder mal schnaufen ohne Maske. Aber ich denke, dass wir in einer Zeit sind, in der Gott wirklich wortwörtlich neue Wein ausschenkt. Und Gott ist ein Gott von diesen Zeitabschnitten. Und ich denke, es ist so, so wichtig, dass wir das spüren. Und was ich am meisten spüre, dass mein Mann und ich am meisten spüre, ist, dass Gott ein neues Verlangen bei den Christen, also und vor allem auch in unseren Herzen, innen, hat angefangen freisetzen. Durch die Corona-Zeit durch auch. Weil ich glaube, die Corona-Zeit, ich sage das jetzt einfach so, hat uns sehr viel gelernt. Wir haben nämlich gelernt oder gesehen, wie schwach dass wir eigentlich sind als Liebe Jesu in dieser Welt. Oder anstatt, dass wir einander hätten geliebt und uns hat einfach angenommen, wie wir sind, haben wir einander angefangen bekämpfen. Und haben einander das Leben einfach schwer machen. Wir haben alle Spaltungen zugelassen. Und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, auf das Mal habe ich so ein bisschen gemerkt, das ist die Liebe, die wir fangen haben. Huff, Herr, komm noch lange nicht zurück. Schau sie mal an, die Liebe. Die ist ja an Bedingungen geknüpft. Wenn du nämlich nicht gleich siehst wie nicht, dann finde ich dich doof. Oh, Freunde, das hat nichts mit Jesus Liebe zu tun, was wir haben da, was wir haben geboten in den letzten 2 Jahren. Wirklich einfach gar nichts. Das ist nur peinlich, wenn ich so darf sagen. Und ich nehme mich selber da mit rein. Es war nur peinlich, dass wir Christen nicht bessere Vorbilder waren. Also ich rede, wenn ich sage, wir alle, da gibt es immer Leute, die das waren. Halleluja, Gott sei Dank. Und Gott ist uns etwas am Lehren, er ist uns am Auspressen, damit er, ich habe das Gefühl, tut so ein bisschen unsere Herzen überführen. Dass wir wie spüren, ich möchte mehr tun, seid ihr parat? Und wir eigentlich merken, nein, eigentlich nicht. Und ich merke, das hat den Hunger ausgelöst, dass wir wie mehr anfangen wollen, mehr von diesem Öl, von diesem wunderbaren himmlischen Öl. Ich denke sicher, was hat das alles mit Hingabe zu tun? Aber ich komme dazu, keine Angst, das ist alles Hingabe, alles. Wir nehmen die Geschichte von den Jungfrauen, ich habe sie nicht mitgenommen, und ich sie einfach kurz erzählen, weil das so ein Paradox war oder eigentlich eine mega, mega treffende Geschichte ist auf die heutige Zeit, wo wir drinnen stehen. Es waren 10 Jungfrauen und Jesus hat gesagt, wenn der Bräutigam zurückkommt, müsst ihr parat sein, also schlafen nicht, seid wach. Fakt ist, 5 waren parat, weil sie genug Öl in ihren Lämpchen hatten und dem Bräutigam begegnen konnten, wo er kam. Und 5 waren zu schwach. Oder haben, besser gesagt, keine zu wenig Öl und waren nicht parat, als der Bräutigam zurückkam, weil ihre Öllampen zu wenig Licht hatten. Und Jesus redet davon, dass die genug Öl haben, dass das die Klugen sind. Und die zu wenig Öl haben, dass das die sind, die töricht sind. Und die Geschichte hat nochmal so fest zu mir geredet, weil ich habe gemerkt, wenn wir nicht parat sind in einer solchen Zeit wie dieser jetzt, wenn wir zu wenig Öl haben, und Öl ist eben nicht unsere Leistungen, unsere Taten, unsere guten Werke, und ich habe so viele gute Werke gemacht, glauben wir es, aber Jesus ist nicht drin gewesen, alle er hat mir gehört. Und nicht ihm.
Ich habe immer gesagt, es ist für dich, aber es war eigentlich für mich. Und ich habe oft einfach Zeugs gemacht, wo ich nicht wirklich gehört habe, ob es für ihn ist. Wo ich einfach da gedacht, das muss eh so sein. Weil das ist ja Reich Gottes. Aber Reich Gottes ist, dass wir Beziehung haben zum Vater im Himmel. Und dass wir uns eins machen mit dem Heiligen Geist und hören, was sagst du mir? Und das umsetzen. Und ist noch so krass und noch so verrückt und noch so unlogisch und noch so atypisch. Zu dem, wie müssen machen. Man macht es nicht. Man macht es. Das Wort müsste eigentlich für uns Christen gestorben sein. Wir machen das, was der Geist Gottes sagt. Und das ist völlig, das kann im Fall völlig anders sein, als das, was die Welt uns vorgibt, was wir müssen tun. Und das genug Öl haben. Jesus sagt, es ist so, so wichtig, dass ihr genug Öl dabei habt. Und ich gehe jetzt auf ein Thema ein, wo mir persönlich Jesus enorm begegnet ist und mich dort auf einen wahnsinnigen Weg mitnimmt, immer noch. Und das ist das Bild von diesem ungeteilten Herz. Ich habe vor etwa eineinhalb Jahren, ist das mal im Winter, habe ich mal in meiner stillen Zeit, ich bin bei uns auf dem Hocker oben, bin ich gehockt, an einem sonnigen Ort. Und auf einmal kam ein Impuls und hat Jesus, hat der Heilige Geist zu meinem Herz geredet und hat gesagt, Maria, du sagst mir immer, dass ich das Wichtigste bin in deinem Leben. Und ich wollte mich freuen, als er denkt, ja, das stimmt, Jesus, das ist mega cool. Und hat er gesagt, aber. Und hat er gesagt, wie wäre es, wenn nur noch ich wichtig bin? Und ich wollte anfangen, mit dem anfangen zu diskutieren. Ich habe gesagt, aber ist es gleich? Und ich habe genau gemerkt in meinem Herz, huf, Jesus, oh, was verlangst du da? Und ich hatte eine Liste von Prioritäten in meinem Leben. Ja klar, Jesus, die erste Stunde. Und ich bin eine Frau, ich verbringe viel Zeit mit dem Herrn. Ich liebe es. Aber da gibt es ganz vieles, was mir auch wichtig ist, wo ich ein Recht drauf habe. Jetzt kommen wir zum Recht, oder? Ich habe Recht. Nein, ich habe Recht. Nein, die Geimpften haben Recht. Nein, die Ungeimpften haben. Versteht ihr? Ich habe Recht. Das ist meine Meinung und ich will es so. Ganz egal, ich habe Recht. Und ich habe doch auch das Recht auf Ferien. Ja, aber ich habe doch auch das Recht auf Entlöhnung. Ich habe doch auch das Recht auf einen Dank. Ich habe doch auch das Recht, geliebt zu werden. Ich habe doch auch das Recht, gesehen zu werden. Ja, und ich habe auch das Recht auf schöne Kleider, doch auf ein Haus, auf anständige Kinder, auf Liebe, auf Gerechtigkeit, all diese Sachen. Und dort hat Jesus mich angefangen in eine Show hinein und hat mir gesagt, Maria, ich möchte dich mit auf einen Weg nehmen und dir lernen, wie das geht. Dass mein Herz nur noch, dass dein Herz nur noch mir gehört und umgekehrt, dass du und ich eins werden. Und ich habe dazu ein Bild mitgebracht. Gott hat zwei, drei Wochen später hat er nochmal zu mir geredet mit diesem Bild. Und das ist jetzt das CD-Cover geworden von meinem Album, das ich jetzt rausgegeben habe. Und ich habe das auch einfach einen Blitzgedanken gehabt. Ich habe ja gewusst, das ist das Herz vom Vater und das Baby drin. Und das Krasse ist, wenn man das so sieht, man hat gar nicht das Gefühl, dass das Baby nicht ins Herz passt, oder? Irgendwie hat man das Gefühl, das ist Gebärmutter, das passt perfekt rein. Und das Kindli, wenn ihr es gut seht, ist angemacht mit der Nabelschnur am Herz. Und das ist das Bild, das der Vater mir mitgenommen hat und hat gesagt, Maria, du musst in mir innen leben, aus mir rausleben, für mich leben. Und das ist Garantie, dass dir nichts mehr wichtiger wird werden, als dass ich wichtig bin über deinem Leben. Und das wird dir helfen können, loszulassen, Sachen, die du das Gefühl hast, du hast ein Recht darauf, weil das Einzige, was du brauchst, du brauchst mich. Ich habe dir Recht, ich habe dir freigesprochen, für dass du nicht mal mehr musst Anspruch haben auf Recht. Das ist krass. Wisst ihr, dass das krass ist? Und das klingt jetzt so, als wären wir so Marionetten. Und ja, ich habe keine Meinung, ich habe keine Ahnung. Ja, macht es einfach, wie es für euch stimmt. Und das geht ja nicht. Sondern es geht weiter darum, dass wir nicht müssen hier in der Welt Sachen durchstieren, weil wir das Gefühl haben, wir brauchen das. Weil das ist ein humanistisches Denken. Und von dem sind wir eigentlich befreit worden. Kommen wir auch noch dazu. Und das ungeteilte Herz, ich habe mich auf einen Weg gemacht, weil Jesus gesagt hat, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Aber darfst du mich gerne mitnehmen? Lehr mich. Und das tut weh. Ich sage auch nicht, das tut einfach weh, weil ich einfach in so vielen Sachen selbstsüchtig noch bin. Und das Gefühl, aber ich darf doch, aber Herr. Und so mehr, dass ich abgehe, umso freier werde ich. Und das ist das Thema Hingabe. Ich möchte darauf eingehen. Ja, Hingabe. Das Zehnte ist wirklich, dass wir uns Jesus verschenken haben, der heutige Jahresvision. Oder das ist ein wunderbares Thema. Und ich denke, viele verstehen unter Hingabe so, ja, ich gehe mit dir her, ich verbringe viele Stunden am Tag mit dir, ich bin so eine Maria bei deinen Füßen und lebe aus dir raus. Und ja, das ist ein Aspekt von dieser Hingabe. Und das Zweite ist aber, dass eine Maria, die bei den Füßen von Jesus lebt,
tut, was Gott ihr auftragt zu tun. Und dort fängt es eben an zu reiben, weil dort wird Jesus kommen, wird seinen Finger drauf drücken und wird aufs Herz zeigen und sagen, aber Maria, da ist noch ein Teil, darf ich den haben? Aber Maria, da ist noch etwas an deinem Herz, schenkst du mir das auch noch? Und Maria, schau, da möchte ich dich noch frei machen, gibst mir das auch? Und ich habe gemerkt, mir Jesus zu verschenken, mit ihm Zeit zu verbringen, das ist das Schönste. Das ist für mich nichts Schwieriges, nicht mehr. Aber ich kann mich so auch drücken vor jeder Verantwortung. Weil dann kann ich in meinem Kämmerchen sein, kann daheim sein. Und es ist so schön, bei ihm zu sein vor den Füßen. Und er hat mir auch gesagt, aber Maria, ein hingebender Mensch, der steht auf für mein Reich. Und der lebt kompromisslos für mich. Und ich möchte lernen, wie das geht. Ja, ich weiss, ich habe dann wirklich so ein bisschen almatisch, wenn man es sagen will. In unserer leistungsorientierten Welt ist Hingabe wirklich für viele ein No-Go. Und oft auch Männer haben mega Mühe mit dem Wort Hingabe. Weil so etwas Feminines, es wirkt sehr feminin. So, ja, so das Leidenschaftliche sich Jesus verschenken. Das ist ja auch das Bild Brut, Brütigam. Ist oft nicht so schwierig, nicht so einfach für Männer. Und wenn wir doch gewinnen in unserer Gesellschaft oder immer die vordersten sein oder durch unsere Leistung etwas erreichen, dann ist eigentlich Hingabe wie das Gegenteil von dem und wirkt durch das extrem gerade gegensätzlich zu dem, was wir eigentlich naturell tun wollen. Und gleich sage ich euch etwas. Also ich bin heute überzeugt davon, wir können nicht Christen sein, wenn wir nicht hingebungsvoll sind. Das macht keinen Sinn. Das ist sogar Blödsinn. Weil Jesus hat gesagt, ich habe euch freigekauft, damit ihr mir gehört. Was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, ah, du bist gestorben für mich am Kreuz. Wow, mega cool. Super, was für ein schönes Angebot. Und jetzt bin ich frei. Ja, das ist noch cool, meine Sünden sind vergeben. Also ich kann weiter sündigen. Das ist ja nicht mehr so krass. Und so, du hast jetzt alles gezahlt. Vor allem habe ich ein Ticket im Himmel. Und jetzt ist er da, jetzt erfüllt er meine Wünsche, meine Träume, meine Gebete. Wenn er es nicht macht, dann können wir einfach überhaupt nicht raus. Warum nicht? Und das Problem ist, dass wir Jesus haben gemacht. Er ist unser König, er muss uns dienen. Aber ein König ist da zum Regieren. Und er hat gesagt, ich habe euch frei gehofft, dass ihr ganz mir gehört. Und wenn ihr ganz mir gehört, dann lauft ihr in eurer Bestimmung. Und darum braucht es Hingabe. Es ist die beste Reaktion, die wir Jesus geben können. Für das Geschenk, das er uns gemacht hat am Kreuz, ist, dass wir uns ihm wieder verschenken. Sagen, und weil du dich hast hergegeben, dass du bist gestorben, gehst sterben für mich. Jesus, wie könnte ich anders als dich zurücklieben? Wie könnte ich anders als meine Zeit bei dir zu verschwenden, bei deinen Füßen? Wie könnte ich anders als mich auf meinen eigenen Verstand zu verlassen, auf meine eigenen Gefühle und Emotionen? Wenn doch du mein König bist, wenn du besser weißt, was für mich gut ist, wenn du mich hast geschaffen und einen Plan hast für mein Leben. Und vor allem, wenn du ja weißt, wie das Königreich Gottes sich soll etablieren hier unter uns. Wie wollen wir das Gefühl haben, dass wir es besser wissen? Hingabe ist die natürliche Reaktion auf unsere Liebe. Sogar der Paulus hat es gesagt im Römer 11. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit habt erfahren. Fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, seid mit Liebe und Leben für Gott da. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott gefällt. Und Gott wird nie in dem Innen unseren Willen brechen. Das ist so etwas Wunderbares, das ich erleben darf. Sondern es bringt echte Freiheit. Echte Freiheit, ihm nachzufolgen. Und er ist auch kein Tyrann. Er wird uns nie zwingen, ihm nachzufolgen. Das macht er nicht, weil seine Liebe ist freiwillig. Sie wird bis die Erde wird untergehen, wird sie freiwillig sein für jeden Menschen. Und ich sage euch, Gott gibt alles. Dass wir alle ihn noch werden finden. Er gibt alles, dass niemand verloren geht. Das ist sein Herz, das ist Liebe. Und er will sein Reich repräsentieren. Und darum müssen auch wir durchdrängt sein von dieser Liebe aus ihm hingeben, damit wir das Reich repräsentieren können und uns ihm hingeben können, Menschen gewinnen für sein Reich. Und das ist das Öl, das wir bei uns tragen. Es ist die Hingabe an Jesus, uns nicht mehr zu schade sein, den Menschen um uns um die Füße zu waschen, uns nicht zu schade sein, unsere Hände dreckig zu machen, uns nicht zu schade sein, demütig zu werden und ehrlich und offen und verletzlich. Wir sagen viele Leute, was sie am meisten an mir schätzen, ist mein authentisches Wesen. Und ich sage euch,
ich habe lange gebraucht für authentisch. Sie haben mich so oft geschämt, so zu sein, wie ich bin. Sie haben mich geschämt für meine Sprechstimme, für meine Singstimme, für mein Aussehen, für alles, für Sachen, wie ich sage oder nicht. Und meine Predigten nachher hören, ist für mich immer noch eine Challenge. Auch heute auf der Bühne stehen ist für mich immer noch eine Challenge, weil ich mich so verletzlich mache. Aber ich sage euch, es gibt, Gott sehnt sich nach verletzlichen, enormen, authentischen Herzen, die sich die nicht mehr stolz sind. Und die nicht mehr selber sagen, ich kann es im Fall ohne ihn. Ich frage ihn das schon, wenn ich ihn brauche. Menschen, die sagen, ja, da ist im Fall noch mega viel Dreck, aber ich sehne mich so danach, dass du kommst, Jesus, und aufräumst. Kannst du es haben? Und Gott hat Ausschau nach einer solchen Braut, die bereit ist, in unserer humanistisch denkenden Welt hier komplett ins Gegenteil hineinzukommen. Und ich glaube, ich muss schnell bei diesem Thema bleiben, Humanismus. Das beschäftigt mich darum enorm fest, das Thema. Und immer wie mehr. Weil ich merke, dass der Humanismus, wo wir drin sind, also wir sind ja alle drin geboren worden. Das heisst, wir sind eigentlich Opfer vom Humanismus. Und wenn wir das nicht erkennen und nicht brechen über unserem Leben, Freunde, dann laufen wir nicht in Königsreich-Kultur. Das humanistische Denken stellt den Menschen komplett in den Mittelpunkt und seine Bedürfnisse. Du darfst heute sein, was du willst. Es muss für dich stimmen. Du hast ein Recht. Du darfst deine Träume verwirklichen. Du musst jemand sein für jemanden. Jesus predigt komplett das Gegenteil. Königreich Gottes ist, ich lasse los, mein Leben. Ich lasse meine Rechte los. Ich gebe sogar dann, wenn ich nicht mehr zurückkomme. Ich liebe, auch wenn ich nicht zurückgeliebt werde. Ich verschenke mich, auch wenn ich nichts überkomme. Und das, wir müssen einfach enorm aufpassen. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich der Herr wird, ist am tun, ist, dass er uns wirklich zeigt, dass wir diesem System hier nicht länger dienen dürfen. Und das heisst nicht, dass wir unsere Jobs müssen können, sondern Königreichkultur ist, wir tragen das Königreich, wir lernen zu sein und zu leben, wie Jesus durch seine Augen anfängt zu sehen und bringen das in die Gesellschaft. Und wir bringen Jesus in die Gesellschaft und wir werden belächelt werden dafür. Ja, natürlich. Logisch. Wenn du mit Gott kommst, dann geht das ja noch. Aber nimm mal Jesus in die Mut an deinem Arbeitsort. Spätestens dann merkst du, es trennt etwas, es scheidet etwas, es passiert etwas. Und der Name Jesus ist das Heil für die ganze Welt. Und wenn er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, Freunde, dann ist das nicht nur für uns so. Dann dürfen wir einander auf die Füße stehen und sagen, ja, es ist schön, was du glaubst, aber ich sage dir, das rettet dich nicht. Es gibt einen Namen. Das ist das Heil für die Welt. Und wenn wir das glauben, das Wort, das so viel bewiesen hat, und der Jesus, der in uns in ihr lebt, das ist ja Beziehung, das ist ja nicht Religion, was für ein Blödsinn. Wir glauben nicht an Religion, oder? Es ist Beziehung, Jesus. Wenn wir das glauben, dann müssen wir einfach in die Gesellschaft rausgehen und sagen, es ist nur Jesus die Antwort. Es gibt nichts anderes. Er hat dich gemacht, er will dich. Und du darfst mit ihm ewig leben. Aber er ist die Antwort für die Welt. Für all den Ärger, für all den Kummer, für all den Pride, für all den Stolz, für all die Not, für all die soziale Armut, wo wir drinnen sind. Wir haben ja so eine grosse Not. Und wir haben ja so ein grosses Problem, dass die Lüge mit der Wahrheit vertauscht wird und die Wahrheit mit der Lüge, wenn wir auch in dieser humanistischen Welt in uns immer versuchen anzupassen und Wege zu finden. Freunde, dann werden wir nicht sehen, was die Wahrheit ist. Wenn wir nicht sehen, wie die Perspektive vom Vater im Himmel, wenn wir nicht zulassen, dass der Heilige Geist unser Denken und unser Sein völlig verändern kann und wir sagen, das ist aber verrückt, weißt du das wirklich? Und dann braucht es Mut, rauszustehen und zu sagen, okay, ich will es aber sehen wie du. Und dann werden wir eine neue Sicht bekommen für das Königreich hier auf der Erde. Das habe ich einfach noch müssen sagen. Es ist mir echt so ein Anliegen, dass wir aufpassen. Jesus hat sich der Gesellschaft nicht angepasst. Warum machen wir denn das? Weil wir drin geboren sind worden. Und weil wir Opfer sind und wir haben unsere Kinder wieder so erzogen. Und sie werden ihre Kinder wieder so erziehen. Wenn wir nicht der König von Anfang als König in unser Leben hineinlassen. Der König von den Königen. Er ist der, der über der ganzen weltlichen Herrschaft steht. Und er ist unser erster Boss, unser erster Chef. Wenn wir nicht lernen, in seinem Gehorsam anfangen zu laufen, dann wird es für uns ein schwieriger Weg. Und mit dem meine ich, dass wir eben auch nie sicher sind. Wir werden viel mehr noch verwirrt werden. Und wir werden unser Glück und auch unsere, sag ich mal, unser, ist ja gleich. Gehen wir weiter. Ich habe das Wort gerade verloren.
Menschen, die sich Gott hingeben, schlafen nicht. Maria Prean hat mal vor 2 Jahren Zeit, ist sie gelandet in München. Auf dem Flughafen hat sie es gehört, schnarchen ganz laut. Dann hat sie gesagt, Gott, was ist das? Und Gott hat ihr gesagt, Europa schläft. Aber die Menschen, die hingegeben sind, die können nicht schlafen. Und jetzt komme ich zu diesem Bibelvers, den ich aufs Herz habe. Ja, vor ein paar Wochen habe ich den angefangen lesen. Und das ist mir einfach eingefahren. Ich möchte den mit euch lesen. Das ist 1. Thessaloniker 5. Und das ist mir einfach eingefahren, weil ich habe gemerkt, dass wenn wir schlafen, dann sind wir Kinder von der Nacht. Und wir müssen Kinder vom Tag sein. Und zwar geht es darum, dass wir auf Christus warten. Und hier muss ich noch etwas dazu sagen. Jesus kann morgen kommen oder erst in 100 Jahren, das weiß ich nicht. Das spielt eigentlich nicht einmal so eine Rolle. Ich habe gerade einmal zu dir gesagt, gell, Schatz? Ich habe gesagt, wir tun alle so, als kommt Jesus vielleicht gerade zurück und darum müssen wir parat sein. Nein, wir müssen parat sein. Nicht, ob er zurückkommt oder nicht. Das kann doch kein Motiv sein. Uns parat zu machen, weil er zurückkommt. Was für ein... Eben auch da wieder. Wir müssen parat sein. Es ist unser Leben. Und wir tun einen Lebenslauf hier vollenden. Ob Jesus zurückkommt, schon in unserer Generation oder in der nächsten. Wir schlafen, es ist nicht gut, dass Europa schläft. Europa muss erweckt sein, weil Gott die Welt erwecken will. Und es braucht erweckte Christen. Christen, die Jesus leben und repräsentieren. Darum wird er auch nicht kommen, vermutlich uns einfach entrücken und alle jetzt gerade nächstens aufnehmen, bevor die Trübsal kommt. Warum sollte er das machen? Dann wären ja keine Christen mehr da. Dann wäre das Reich Gottes weg von dieser Welt. Aber Gott will durch uns durchwirken. Wir werden noch einige schwere Zeiten durchmachen. Und die Herrlichkeit wird zunehmen, weil es bedrängt uns. Und es wird uns auspressen. Wir werden an unseren Herzen geprüft werden, wo wir wirklich stehen. Auf was wirklich unser Vertrauen ist. Wenn wir wirklich, auf was wir wirklich bauen. Auf welches Sicherheitssystem. Was wirklich Freiheit ist. Was wirklich Gesundheit ist. Ob es mit einer Impfung wirklich gemacht ist, uns wieder in die Gesundheit wieder zurückzuholen. Versteht ihr? Es ist so viel mehr. Und hier ist nicht Impfung oder nicht Impfung. Das spielt gar keine Rolle. Wenn wir den Heiligen Geist hätten gefragt, wir alle, wir hätten alle eine Antwort bekommen, ich bin sicher, und die wäre verschieden ausgefallen. Weil wir verschiedene Menschen sind und wir laufen verschieden mit dem Herrn. Das hier ist nicht, das ist vom Teufel, das nicht. Im Gehorsam. Und das geht. Da können wir nämlich einander stehen und einander lieben und einander ehren und einander wertschätzen, weil wir sagen, du hast zwar eine andere Meinung, ist alles gut, kein Problem, ich liebe dich so. Wir werden noch viel, viel mehr verschiedene Meinungen haben. Wir haben verschiedene Prägungen und das ist gut so. Aber was uns verbindet ist, er ist der König von den Königen. Er wird zurückkommen. Er will eine Ernte einfahren, die ganz viele Menschen zu sich noch ziehen, weil er liebt die Menschen, er liebt Nationen. Und wir müssen wach sein und ihm helfen. Uns im Hegel sagen, ich bin mir nicht mehr, ich will gar nicht für mich leben, ich lebe ja für dich. Und wir leben schon jetzt in einer Ewigkeitsperspektive. Wir gehören ihm und wir wollen ihn ehren mit allem, wo wir sind, mit unserem ganzen Leben. Und darum wollen wir das lesen miteinander. Es ist 1. Thessaloniker 5, 5. Als Christen sind wir Kinder vom Licht. Und Kinder vom Tag gehören nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Das ist mal der Erste. Wir sind Kinder vom Licht. Das heisst, wir gehören zum Königreich Gottes und nicht zu der Welt. Wir gehören nicht zur Nacht und zur Finsternis. Und mit dem meine ich nicht, klar sind wir in der Welt, aber mit dem Nacht und Finsternis ist die gottlose Welt. Also die wird ja regiert vom Feind. Also offensichtlich. Da müssen wir ja nicht einmal blind sein. Wir sind ja auch oft regiert vom Feind, wenn wir nicht der Herrschaft von Jesus unterstehen. Wir merken es ja, oder? Wie wir Sachen können entwickeln in unseren Herzen, die bitter sind und die wir fast verzweifeln und Angst, die uns hat eingenommen. Das ist so krass, der Geist von dieser Angst, die über uns ist gekommen. Und du denkst nur so, komm mal. Wir haben aber keinen Geist von der Angst her. Warum haben wir so Angst? Warum haben wir auch so Angst vom Sterben? Wir Christen, das ist ja so ein Blödsinn. Excuse, aber gell, wenn ich an die Fahrt komme, dann kommt es nachher. Wir müssen nicht Angst haben vor dem Tod. Ach, Gott ist so gut. Wir sind Erlöste. Wir müssen helfen, Menschen zu erlösen. Das ist das, was uns zusteht. Und darum, wir sind Kinder vom Licht. Und wir gehen weiter 6 und 7. Darum, lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Also, wie will ich denn? Wie die Welt?
Weil die schlafen, die sehen nicht, was die Wahrheit ist. Und die sehen die Wahrheit nicht. Das ist so verrückt, das ist fatal. Wir sollen nicht schlafen. Und warum hat Gott der Maria gesagt, Europa schlaft? Weil wir einfach vergessen haben zu regieren. Wir haben vergessen zu regieren. Wir haben zwar viele schöne Kirchen gebaut und Imperiums, aber ich bin nicht ganz so sicher, wie viele das wirklich daher schauen. Zum einen. Und wie viele sie gefallen, die sich selber nachher im Weg standen. Oder wir wollen hellwach sein und nüchtern bleiben. Denn die Müde die schlafen in der Nacht und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Das ist ja noch krass. Wir gehören nicht zu denen, die schlafen und die ihre Trinkgelage feiern. Und mit dem ist für mich ganz klar, einfach so das Leben genießen, so sich selber nähren, einfach mal die Selbstsucht und die Lust hier mal so ein bisschen zu befriedigen und nichts weiter denken als das, was jetzt ich will, aber jetzt genau das. Und darum brauche ich es jetzt gerade und nehme mir das. Wir wollen weitergehen im 8. Wir aber haben uns für einen Tag entschieden und wollen wach, nüchtern und kampfbereit sein. Freunde, das ist die Brut, die sich Jesus hingibt. Die ist wach, die erkennt ihre Corona-Zeit her und die fragt ihn, was bist du am tun? Als das Corona-Tag war, ich muss nochmal auf das zurückkommen. Ich war so verwirrt am Anfang. Völlig verwirrt. Ich bin tagelang und ich gesagt, Herr, was läuft hier? Herr, was läuft hier? Herr, was läuft hier? Kannst du mir es zeigen? Dann hat er mir ein Wort gegeben. Maria, es ist Gnadenzeit. Gnadenzeit. Und ich habe einfach nur gedacht, Halleluja. Und gell, Daddy, du führst uns hier durch. Wir werden nichts machen, nur weil man uns sagt, dass man es macht. Wir werden nichts machen, weil alles machen. Weil man es macht. Wir werden aber auch nicht rebellieren. Und wir wollen auch nicht uns gegen etwas erheben, wir wollen einfach dir gehorsam sein. Und es hat uns in den tiefen Ruhe in diesen 2 Jahren. Das sind Leute, die wach sind, die tun nicht bei jeder Unsicherheit, die über die Welt kommt, gerade anfangen zu schütteln. Und das dürfen wir nicht mehr. Wir müssen nicht Angst haben. Jesus hat gesagt, es werden Erschütterungen kommen. Ja, es werden noch viele kommen. Und wir müssen nicht erschüttern. Wir müssen gerade agieren und sagen, Geist Gottes, okay. What's going on? Was tust du? Wie kann ich mich positionieren? Was bist du am tun? Wie kann ich darauf reagieren? Kinder vom Tag sind wach. Und nüchtern ist eigentlich auch spannend. Das heisst ja eigentlich, wir sind nicht besoffen. Und das ist eigentlich ein Zustand, dass wenn wir ja betrunken sind, also voll gegüllert sind, dann wissen wir ja nicht, was wir machen. Also, ich war noch nie besoffen, so schlimm. Aber nüchtern heisst für mich auch so einen wachen Geist haben, oder? So das Schätzi, was meinst du? In deinen jungen Jahren? Jetzt tut er nicht mehr so viel. Nein. Und kampfbereit. Das ist genau das, was ich denke, das ist wirklich etwas, was wir verlernt haben. Ein bisschen. Wir dürfen wirklich den Sieg von Jesus dürfen wir nehmen. Wie das vorhin, ihr seid so cool da unterwegs, dass ihr reinsteht. Es ist einerseits, geben wir uns Jesus her, wir lassen alles los, weil es braucht so viel Demut. Und erst dann können wir das Schwert nehmen. Wir können nicht mit einem stolzen Herz kämpfen für Jesus. Die werden fallen. Habt ihr das gehört, gell? Die eigensüchtig sind und stolz sind und das Gefühl haben, mit Jesus kann ich die Welt erobern, die werden alle fallen. Er wird alle stolz, er wird er von sich weisen. Er hasst nicht die Stolz, aber der Stolz ist der Feind. Also der Satan ist ja der Herrscher vom Stolz. Er tut ja die Mächtigen. Wir sind ja machtgeil, wir sind sexgeil, wir sind besitzgeil. Also das ist mega krass und alles hat mit Stolz zu tun. Ich bin jemand, will ich das besitzen. Und das ist so krass. Und er wird die aufrichten, die sagen, ich kann dir nichts bringen, aber kannst du mich brauchen? Dann sagt er, ja, komm. Und er gibt uns das Schwert in die Hand und sagt, aber jetzt gehst du für mich. Und dort wird die Kraft sein von der Brut Jesu. Und sie wird sich dann nicht schade sein. Sie kommt Nachbarn zu kümmern. Und die Frauen in der Nachbarschaft, sie wird auch nicht eine Mutter sein, die daheim ist und denkt, oh, ich kann nichts für das Reich Gottes tun. Come on, Reich Gottes, überall. Sie wird auch nicht beim CEO vorbeigehen, der ein Geschäft leitet mit 100 Angestellten und noch mehr. Er wird wissen, was zu tun ist, weil er es dreht. Und nicht, weil er sich auf etwas, was er hat, sich etwas einbildet, sondern weil er sagt, du hast mich hierher gestellt, ich tue dein Reich etablieren, so wie es du möchtest haben. Und ich wünsche mir, dass das zunehmen darf. Ihr dürft mega gerne auf die Bühne kommen.
ich wünsche mir, dass das zunimmt in unseren Herzen. Und ich möchte euch noch etwas sagen zum Schluss. Ich weiß nicht, ob ihr mein Album habt gehört, vielleicht schon das letzte Lied auf diesem Album, das triggert mich. Es ist das Lied, das darum geht, Herr, lehr mich zu sterben. Jesus hat mir gesagt im November, Maria, du musst noch ein Lied schreiben über Buße tun, weil meine Braut Jesu, also meine Braut, die muss in der nächsten Zeit noch Buße tun, dass sie sich hat vergessen und dass sie im humanistischen und individualistischen Denken gefangen war. Und ich werde Offenbarung schenken der Braut Jesu, dass sie muss umkehren und einmal und sich neu wird gegen das entscheiden und sagen, jetzt komme ich und ich tue mich nicht von diesem System hier knechten lassen, sondern diene dir in diesem System. Und ich wusste, ich werde einen Song schreiben, der vor allem für mein Herz gilt. Ich habe, wie gesagt, wie ich am Anfang habe gesagt, ich habe viele Jahre dazu, ich habe viele Jahre verbracht, im selber mal gut zu werden und jemand zu sein. Und ich war immer so arm in meinem Herz. Und ich habe nicht gewusst, warum. Ich habe alles gehabt und gleich nichts. Aber ich war auch stolz gewesen. Eigensinnig. Wenn man mir etwas hat weggenommen, dann wäre ich eine Löwin geworden. Und hat mich verteidigt. Und habe mich immer verteidigt. Immer wollte perfekt sein. Und habe gemerkt, ich kann es ja gar nicht. Und ich musste Buße tun, dass ich so viel gemacht habe für ihn. Und er zwar konnte brauchen. Das ist ja eigentlich krass, gell? Er ist so gnädig, dass er uns sogar dann braucht, wenn wir stolz sind. Und eigentlich immer noch gar nicht wirklich so, sage ich mal, mit einem reinen Herz dienen. Aber ich musste Buße tun für mein gottloses Leben. Und ich merke, das ist ein Schlüssel für unsere Gesellschaft. Dass wir wirklich nochmal auf die Knie gehen vor dem Herrn und sagen, ich kapituliere. Nicht mehr länger mein Reich, sondern dies, Jesus. Nicht mehr länger unser Reich, sondern dies, Jesus. Jesus, es ist so schwierig. Ich meine, wir kennen es alle. Wir hören, seit wir geboren sind, dass wir für uns dürfen leben und unsere Träume und Wünsche und alles erfüllen. Und dass wir ein Recht haben, eine freie Meinung. Und ich finde es so schwierig, in dem Innen manchmal herauszufinden, was dein Willen ist für mein Leben. Aber ich weiss, es fällt dort an, wo wir unsere Hände auftun und sagen, da Jesus, nicht mehr länger ich, sondern da. Du kannst kommen und aufräumen. Und ich weiss, es gibt einige da innen, die das möchten, die ihre Herzen möchten offenbaren, Jesus und hergeben und sagen, da kannst du kommen, nimm mein Leben in deine Hände und mach du etwas daraus. Nicht ich, sondern du. Und er wird dir nicht von heute auf morgen, weisst, unmögliche Situationen geben, dass er sagt, könnte ich Job oder mach jenes. Das macht er nicht. Er hat mir nie mehr zugetraut, als er gewusst, dass es schon gehen kann. Weil er eben liebend ist. Und er kennt uns und er weiss, wie wir ticken und er weiss, in was wir innen sind und wie viel dass wir straucheln über Sachen und wie viel Unvermögen dass wir haben und wie viel dass es weltlich manchmal so schwierig ist, wirklich aus etwas rauszubrechen. Er wird anfangen mit ganz kleinen Sachen in deinem Leben innen. Aber er braucht willige Herz. Sei da innen Menschen, die willig sind, sich Jesus zu verschenken. Sei da innen Menschen, die sagen, ich möchte sein Reich und nicht meins. Jesus, ich danke dir, dass du kommst und dass du anfangen willst, in unseren Herzen, Herr. Dass du anfangen willst, etablieren, dein Königreich in uns, Jesus. Mehr und mehr. Und dass wir ein Denken bekommen können, wie es du hast. Dass wir eine Sicht bekommen können, wie sie du hast. Und dass wir Worte bekommen können, wie sie du hast, Herr. Und ein Herz für die Welt, wie du sie hast. Herr, da zünd du da eine Sehnsucht an nach Errettung von diesen verlorenen Seelen in unserem Herzen. Es kann nicht sein, dass Menschen uns gleichgültig sind, weil sie sind dir nicht. Du liebst sie, du hast eine Not für die verlorene Welt, du hast eine Not für die Menschen, die ohne dich wollen. Und noch nie von dir haben gehört, du hast eine Not, Vater, du hast jedes Einzelne geschaffen. Und du sehnst dich nach ihnen, du sehnst dich nach ihnen. Und du sehnst dich so sehr nach ihnen und du sehnst dich, dass wir mithelfen, uns sehnen nach ihnen.